Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ubi Testet. Heute habe ich für euch den neuen BMW 1er dabei und der wurde ja heiß diskutiert bei den Fans der Marke vor allem, denn es hat sich sehr, sehr viel getan und zwar so viel wie noch nie bei einer Modellgenerationenwechsel. Und zwar haben wir jetzt eine Vorderradantriebsplattform. Wir haben drei Zylinder unter der Haube, die wir vorher auch schon hatten. Der Sechszylinder ist auch passé. Naja, jetzt ist die große Frage, steckt hier noch ein BMW drinnen? Oder ist es jetzt quasi einfach nur noch einer von vielen in der Kompaktklasse? Ich würde sagen, das schauen wir uns heute einfach mal an. Und damit viel Spaß beim Video zum BMW 118i F40. Viel Spaß! Ja, rein äußerlich schauen wir uns den Einser erst einmal ein wenig an. Für mich ist das ja jetzt mittlerweile ein kleiner Nasenbär geworden. Ja, Nasenbär, warum? Das ist ganz klar. Wir erkennen es hier an den neuen Nieren, die extrem groß geworden sind, die jetzt hier mit Chrom miteinander auch noch verbunden worden sind. Ja, das ist einfach für mich, was soll ich sagen? Ein Nierengate, kann man fast sagen. Ich bin kein Freund davon, von dieser neuen Frontgestaltung, die bei BMW im Moment Einzug hält. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber schreibt es mir unten mal in die Kommentare. Hier sehen wir auf alle Fälle die Voll-LED-Scheinwerfer. Mir gefallen die besonders gut. Auch diese Tagfahrlicht-Charakteristik, die ist sehr, sehr schön ausgeprägt. Wir sehen jetzt übrigens hier in diesem Seitenprofil nochmal die neuen Nieren, die tatsächlich hier oben so ein bisschen abgeknickt sind. Das heißt, sie wurden sehr schön eigentlich in diese Form mit eingepasst. Also an sich muss man sagen, hat das natürlich optisch schon einen gewissen Reiz, auch wenn diese Nieren einfach schlicht und ergreifend überdimensional sind. Wenn wir uns jetzt mal das seitliche Profil anschauen, dann wird uns als nächstes auffallen, dass der Einser relativ hoch wirkt. Er ist aber nicht höher geworden im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem F20. Nein, er ist quasi in den Abmessungen gleich geblieben. Da geht es um 5 bis 10 mm hin oder her. Das ist nicht viel, aber die der Unterschied oder dieser optische Unterschied, den hat BMW damit erreicht, dass sie diese Linie hier nach hinten so extrem ansteigen lassen. Beim Vorgänger war das tatsächlich eine gerade durchgängige Linie und dadurch ist die Fensterfläche auch hinten etwas kleiner geworden, auch das Heckfenster dadurch etwas kleiner und insgesamt wirkt der neue Einser damit einfach etwas hochbeiniger und eher dem Zweier Active Tourer angeglichen. Wir haben hier übrigens die serienmäßigen 16 Zoll Räder drauf. Auf Winterbereifung, ja, es ist mal wieder nicht ein BMW-Pressefahrzeug. Deswegen finde ich es auch ganz schön, den Wagen euch hier in der Basislinie, also respektive in der Advantage Line, vorstellen zu können mit einem überschaubaren Sonderausstattungsangebot. Wir haben hier nicht nur die LED-Scheinwerfer vorne, sondern auch hier hinten neue LED-Rücklichter, die auch eine neue Leuchtgrafik beinhalten. Das sehen wir hier. Hier ist so ein Haken, der nach oben hoch geht. Auch sehr charakteristisch, aber ich bin der Meinung, dass die Heckansicht hier beim neuen Einser in der Tat die absolute Schokoladenseite ist, auch wenn wir jetzt kein M-Sport-Paket verbaut haben. Beim M-Sport-Paket bin ich der Meinung, dass wir so ein bisschen zu viel A-Klasse da drinnen haben, vor allem mit diesen Lifteinlässen, die dann hier an der Seite nochmal drinnen sind. Naja, kann man jetzt sagen, was man will. Für ein 118i haben wir da auch ein stattliches Auspuff-Endrohr. Sehr schön übrigens auch, dass der Auspufftopf hier unten gut verborgen ist. Das macht auch einen guten Eindruck, wie ich finde. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir doch einfach mal, was sich hinter der Heckklappe befindet. Ja, der Kofferraum des 118i der dritten Generation bietet im Standardbereich 380 Liter Gepäckraumvolumen. Das Ganze ist sehr schön aufgebaut. Selbst die Radkästen stören kaum. Das hat man sehr gut bei BMW verkleidet. Wir haben einen doppelten Ladeboden, den man hochklappen und aufstellen kann. Sehr praktisch, auch stabil. Dann darunter befindet sich dann noch ein großes Ablagefach. Da kann man auch allen möglichen Krimskrams reinstecken. Die Rückenlehnen sind im Verhältnis 60 zu 40 umlegbar und wenn man das macht, ist es eine leicht ansteigende Ladefläche nach hinten zum Fahrersitz hin.
aber wir haben dann maximal 1200 Liter Laderaumvolumen. Ich habe es mit dem Fond des BMW 1.18i bequem gemacht und ich muss sagen, man merkt, dass hier tatsächlich die Hinterradantriebsplattform ersetzt wurde durch eine Vorderradantriebsplattform, und zwar die UKL2-Plattform, die, mit der er sich zum Beispiel der 2er Grand Tourer, der BMW X1 oder aber tatsächlich der Mini Countryman teilt. Man merkt hier auf alle Fälle, das Ganze hat dem Fond-Passagieren deutlich mehr Raum gegeben. Meine Füße passen hier sehr schön unter die Vordersitze. Sogar können sich weit nach vorne gestreckt werden. Meine Knie sind hier auch gut untergebracht. Natürlich der Sitz auf meine Größe von 1,78 eingestellt. Das ist jetzt vielleicht nicht der Sitzriese, aber selbst wenn jemand 1,80 oder Ding mehr ist, das würde sogar noch ganz gut gehen. Ja. Man fühlt sich hier auf alle Fälle nicht mehr so eingeengt wie früher noch im alten Einser. Ich persönlich sitze hier jetzt bequem. Die Kopfstützen lassen sich weit genug nach draußen verstellen. Ich habe hier hinten über eine Faust Platz nach oben. Auch die Türtafel ist schön ausgearbeitet. Da kann der Arm sich so ein bisschen in diese Türtafel hineinlegen. Das ist auch ganz praktisch. Im Fond bieten wir natürlich an den Außenpositionen Isofix-Verankerungen. Das heißt, hier können wir Kindersitze gut unterbringen. Reboarder-Kindersitze, naja, wieder nur mit Einschränkungen hinterm Beifahrersitz, wenn man den eben weiter nach vorne schiebt, um den Platz zu haben. Diese harte Konsole hier hinter dem Sitz finde ich eigentlich auch ganz praktisch, denn sie ist gut abwaschbar, bietet hier noch ein Ablagenetz. Wir haben Luftausströmer mit der Klimaautomatik zusammen und zwei USB-C-Anschlüsse. Top! USB-C natürlich immer noch nicht so weit verbreitet, dennoch mit Adaptern. Da kommt dann einiges an Strom raus und das für die Fondpassagiere völlig ausreichend, würde ich sagen. Der wohl wichtigste Platz natürlich im BMW 1.18i ist der vorne links hinter dem Lenkrad. Das haben wir übrigens hier in der M-Sport-Variante. Ganz klar, dickes Plus für den dicken Kranz mit dem soften Nappa-Leder. Dann haben wir hier den Schaltknauf optimal angeordnet, schönes kleines Knäuflein. Wir sitzen sehr gut in das Fahrzeug integriert. Die Sitze sind angenehm straff gepolstert. Wir haben eine Lordosenstütze, die es optional gibt. Die ist hier verbaut. Sehr zu empfehlen, auch wirklich, wenn man Standardsitze nimmt. Die Sitzflächen sind zwar ein bisschen kurz geraten, hätte ich gesagt, für meinen Tipp, aber in der Einstellmöglichkeit völlig ausreichend für den normalen Alltag. Wer hier mit dem Auto mehr Kilometer abspult und das Fahrzeug auch als Langstreckenfahrzeug nutzt, definitiv Kreuzchen bei den Sportsitzen machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Dennoch, Lederlenkrad ist natürlich in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellbar. Da findet jeder seine Position. Das Gestühl lässt sich einwandfrei auch einstellen. Allerdings hat BMW hier auch so ein bisschen ein paar Sachen eingerichtet, die mir nicht optimal gefallen. Lehnenverstellung tatsächlich mit einem Hebel. Da würde ich mir ein Drehrad wünschen, das ist besser zu justieren. Denn wenn man hier dann erstens fummelig da hinten sucht und dann immer so die Position der Lehne sucht, wäre ich jetzt nicht so der Freund. Und als nächstes, und das finde ich sehr, sehr schlecht, ist tatsächlich die Längsverstellung hier. Da ist einfach nur ein schnöder Hebel dran. Sorry, den hätte man verkleiden können. BMW ist ja offiziell Premium. Ja. Und wir sitzen ansonsten hier ganz gut. Der Arm ruht hier auf einer Armablage, die nicht verstellbar ist. Die ist fix, die können wir allerdings öffnen. Ja, und dann schauen wir uns doch jetzt einfach mal den Innenraum an, was sich hier so getan hat, würde ich sagen. Wir sind im BMW 1.18i Cockpit angekommen und dann als erstes fällt uns natürlich auf, wir haben jetzt hier Displays untergebracht, hier mit 8,8 Zoll, optional bis zu 12 Zoll dieses 8 Zoll Display und das teildigitalisierte Kombi-Instrument, was wir hier haben, gehört zum BMW Live Cockpit. Das ist die erste Ausbaustufe, die BMW uns ab Werk bietet. Die zweite nennt sich dann BMW Live Professional
Und die habt ihr euch vielleicht sogar schon im 3er BMW angeschaut. Ansonsten Link oben rechts in der Beschreibung. Dann haben wir jetzt hier, wie gesagt, das BMW M Lederlenkrad. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Es ist dick aufgepolstert. Es ist ein schönes, glattes Nappa-Leder. Das fühlt sich sehr schön an. Auch die Ziernähte, die wir hier haben, die machen das Ganze noch ein bisschen wertiger. Die Tasten sind gut, fühlen sich ordentlich an. Bei dem Live Cockpit übrigens sind die Drehzahlnadeln und der, also Drehzahlmessernadel und Tachonadel sind tatsächlich manuelle Nadeln. Erkennt man dann tatsächlich so ein bisschen, weil es immer wieder mal leicht spiegelt, wenn die Sonne von hinten drauf fällt. Der Bordcomputer hier übrigens, hier ist das Display, was sich komplett nach unten zieht in der Mitte. Das ist sehr gut, sehr hoch auflösend, lässt sich schön einstellen. Allerdings die einzelnen kleinen Anzeigen hier unten für den Fahrmodus, die Ganganzeige, die Uhrzeit und die Temperatur, die sind ein bisschen schlecht ablesbar. Das große Display ist natürlich wirklich sehr, sehr schön aufgelöst. Das ist ganz klar, das kennen wir auch schon. Das ist der neueste Standard hier, den BMW bietet. Wir können die Kacheln hier individuell anpassen. Wir können tatsächlich touchen, wir können swipen und es gibt auch optionale Gestiksteuerung. Also da gibt es alles, was das Herz begehrt. Dann die neue Klimasteuerung, die wir hier haben. Auch sehr schön mit so einem kleinen Display, finde ich auch gut gemacht. Auch die Tasten hier sind tatsächlich einwandfrei zu lesen und auch tatsächlich zu bedienen. Hier haben wir übrigens die Standardleiste. Naja, die wirkt hier ein bisschen günstig. Dafür aber dieses Geriffelte, was wir hier haben, macht einen guten Eindruck. Auch mit dem neuen Lichtschaltzentrum, was wir übrigens haben. Warum man jetzt tatsächlich den Drehschalter gegen solche mehrere Knöpfe ersetzt hat, ist mir persönlich ein Rätsel. Finde ich jetzt auch nicht sonderlich der Burner. Ja. Dann sehen wir hier nochmal die Türtafel. Auch hier ist ein schöner Stoff, der ist ganz gut. Das Hartplastik, naja gut, kann man drüber streiten. Ja. Insgesamt sind die Materialien sehr ordentlich. Hier hat man allerdings einen komischen Kunststoff verwendet. Der ist zwar sehr, sehr weich, ja, aber fühlt sich so ein bisschen komisch gummiert an. Also so ein Anti-Rutschstoff, würde ich sagen. Dann haben wir natürlich ein Handschuhfach, da passt nur das Nötigste rein. In die Türtafel hier passt dann eine gute 1 Liter Wasserflasche rein plus ein paar Krimskrams-Zeugs. Dann gehen wir hier nochmal in die Mittelkonsole. Das sind übrigens die Direktwahltasten, die man frei belegen kann. Das ist immer noch ein riesiges Go, dass BMW sowas macht. Dann sehr schön gelöst übrigens hier die Induktivladeschale für das Smartphone. Das rutscht hier unten rein und wird hier unten tatsächlich festgehalten von so einem Anti-Rutschstoff. Das sieht man hier dann vielleicht mit dem Stoff, der muss man ein bisschen reinschieben. Und dann zieht man den etwas schwer raus. Finde ich sehr, sehr gut. Zwei Cupholder, 12 Volt, USB. Hier hat man übrigens den normalen USB-Anschluss gewählt, während man hinten die USB-C-Anschlüsse hat. Dann haben wir hier natürlich das Schaltzentrum, wo man alles bedient. Nicht nur die 6-Gang-Handschaltung, sondern Start, Stopp. Dann die Fahrprogramme, die wir auswählen können hier. Dann natürlich die elektrische Parkbremse, das Deaktivieren der Traktionskontrolle, der komplette iDrive-Bedieneinheit plus Parkassistenten oder Einparkhilfe bzw. Start-Stopp deaktivieren. Dann habe ich ja wie gesagt schon erwähnt, dass wir hier noch eine Mittelarmlehne haben, die können wir hier aufklappen. Da ist dann auch nochmal ein großes Ablagefach plus eine USB-C-Buchse da unten. Also falls man dann nochmal USB hat. Dann haben wir insgesamt 4 USB-Anschlüsse und das finde ich ganz ordentlich. Vor allem auch, wenn wir jetzt hier nochmal so ein bisschen einen Blick rundum werfen. Rundumsicht ist soweit wirklich passabel. Auch da fehlt sich nichts. Die Sitze, wie gesagt, einwandfrei. Was ich nicht gut finde, nochmal um es genau zu zeigen, das ist dieser Hebel hier. Den hätte man durchaus verkleiden können. So wirkt es dann durchaus etwas billiger, würde ich sagen. Fahrspaß ist das oberste Gebot bei BMW und auch, man hat es ja im Slogan früher gehabt, BMW Freude am Fahren. Jetzt ist natürlich die Frage, Freude am Fahren mit einem Vorderradantrieb? Ja, es ist machbar. Das hat BMW schon bewiesen mit dem Mini. Ja, also kein anderes Fahrzeug fährt sich so dynamisch und handlich wie eins der Mini. Der aktuelle Mini ist dann leider, naja, eher dem Komfortanspruch seiner Kunden eher gerecht geworden, anstatt der dynamischen Auslegung, die BMW für den Mini vorgesehen hatte. Gut, jetzt sind wir beim 1er.
Jetzt haben wir die Frontantriebsplattform, jetzt haben wir hier den 118i, 1,5 Liter, Dreizylinder unter der Haube, 140 PS leistet er, 220 Newtonmeter, das reicht für 8,5 Sekunden auf Tempo 100 aus dem Stand und 213 Stundenkilometer Topspeed. Geschaltet wird hier übrigens mit einem 6-Gang-Handschaltgetriebe manuell ab Werk. Wer ein Automatikgetriebe will, der bekommt optional ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Dass das sehr, sehr gut funktioniert, findet ihr im Video zum X2 S-Drive 20i oben rechts. Ich habe es verlinkt. Die Handschaltung war bei BMW ja bis dato auch immer ein kleines Problemchen, sage ich jetzt einfach mal, denn die Handschaltgetriebe von 1, die wir kannten aus unseren geliebten Baureihen, sage ich jetzt mal, E46, E90 oder aber dem ersten 1er, dem E87, da war es ganz einfach so, da sind die Gänge schön durch die Gegend geflutscht und schön direkt und dann wurde es auf einmal immer hakeliger und knorpeliger und dann wollte man kein Handschaltgetriebe mehr von BMW. Jetzt hatte ich hier wieder ein Handschaltgetriebe und ich muss sagen, es ist deutlich besser geworden. Die Schaltbarkeit ist schön, die Gänge flutschen wunderbar rein, die Schaltwege sind verkürzt worden, also das passt ganz gut. Okay, weiterhin bleibt es leider etwas hakelig, hier wie da. Aber gut, damit können wir leben. Beim Motor können wir ebenfalls mit dem leben, denn der Dreizylinder bietet wirklich gute Fahrleistungen, fühlt sich im Alltag nicht untermotorisiert an. Selbst Überholmanöver auf der Landstraße werden gut absolviert. Okay, Leistungsentfaltung ist ein bisschen komisch. Untenrum bei 2000 Umdrehungen schiebt er schön an, dann fällt er in ein kleines Löchlein und dann nochmal so bei 4500 in den zweiten Frühling zu erleben. Okay, gewöhnt man sich dran. Würde ich sagen, passt so insgesamt. Er ist natürlich akustisch perfekt gedämmt worden. Insgesamt ist dieser Wagen hier hervorragend gedämmt. Windgeräusche sehr niedrig, Abrollgeräusche niedrig, Motorgeräusche hört man gar nicht mehr. Also BMW hat den Wagen sehr gut weggekapselt. Das Fahrwerk ist aber weiterhin straff und bietet aber noch den guten Restkomfort. Selbst, naja gut, sagen wir mal so, mit 16 Zoll Rädern, die hier drauf sind, 195er 60 16. Das ist natürlich jetzt eigentlich eher komfortorientiert. Dann noch weichere Winterräder. Ich würde jetzt mal sagen, wenn jetzt hier 18 Zöller drauf sind, Niederquerschnittreifen mit Runflat, dann dürfte das hier schon sehr, sehr hart werden. Dann solltet ihr zum adaptiven Fahrwerk greifen, was es optional gibt. Jetzt habe ich aber hier das Standardfahrwerk, habe auch die Standardlenkung. Ich habe keine Sportlenkung und bin beeindruckt von diesem Lenkgefühl. BMW hat es geschafft, den Wagen wirklich sehr präzise vom Lenkgefühl zu sein zu lassen. Im Komfortmodus, muss ich sagen, ist allerdings das Feedback von der Straße etwas zu gering. Sobald wir aber in den Sportmodus wechseln, ist das besser geworden. Also BMW hat da wirklich eine schöne Spreizung geschafft. Alle Achtung, Daumen nach oben. Der Wagen fährt sich auch auf einer kurvigen Landstraße sehr handlich, sehr leichtfüßig, trotz der Gewichtsverteilung von jetzt rund 60 zu 40 aufgrund des Vorderradantriebes. Die Traktionsverluste halten sich in Grenzen, das muss ich auch sagen. Selbst wenn es feucht ist, ja gut, okay, da ist natürlich dann das größte Manko zu spüren, dass da die Traktion gerne mal nachlässt. BMW hat zwar nachgearbeitet, hat die Raddrehzahlsensoren spitzer ansprechen, früher ansprechen lassen und hat auch einfach geschaut, dass dieses Fahrzeug dynamischer, handlicher wird. Naja gut, insgesamt würde ich einfach mal sagen, ist das eher geglückt. Er gehört weiterhin hier einfach zu den Top-Performern im Kompaktsegment. Und das ist das, was er bis dato auch verkörpert hat, der 1er. Und er verkörpert es auch weiterhin. Also da kann man BMW keinen Vorwurf machen, dass man hier die Hinterradantriebe eingestellt hat, würde ich sagen. Ja, wir sind am Ende angekommen mit dem BMW 118i Advantage. Hat er sich denn jetzt tatsächlich so stark zum Schlechteren verändert durch die Vorderradantriebsplattform? Nein, ganz klar, hat er nicht. Er ist weiterhin einer der dynamischsten Vertreter in der Kompaktklasse. Er schafft es auf trockenem Grund wirklich vielen davon zu fahren. Dennoch merkt man natürlich, dass die Vorderradantriebs
Konstruktion unter widrigeren Bedingungen, das heißt, sobald die Straße feuchter wird, natürlich ihre Nachteile hat. Ja. BMW hat es aber geschafft, eine schöne Lenkung einzubauen, die wirklich ein schönes Feedback bietet. Auch gut die Spreizung zwischen Komfort und Sport, sodass man immer noch mehr Rückmeldung hat, wenn man sie denn haben möchte. Bei der Optik, naja, muss jeder von für sich selber herausfinden, ob einem das Ganze gefällt oder nicht. Das Heck, wie gesagt, die Schokoladenseite aus meiner Sicht, die Front, missraten, tut mir leid. Aber mit den neuen Frontansichten kann ich grundsätzlich nichts anfangen bei BMW, ob das der neue 3er ist, ob das der 8er ist oder aber der 7er. Naja, diese Nierengates sind halt einfach nicht mein Ding. 34.000 Euro kostet er rund, so wie er hier steht, mit einer sinnvollen Ausstattung. Ich finde, das ist in Ordnung, da kann man nicht meckern. Man kann natürlich noch mehr reinstellen. In meinen Augen ist das für ein 118i völlig ausreichend, was hier steht. Besonders gut das M-Lenkrad, das tut dem Ganzen optisch schon mal gut. Das mittlere Ausstattungspaket respektive beim Entertainment, das bringt alles mit, was man braucht. Eine schöne Karte, das Apple CarPlay und auch so ein teildigitales Kombi-Instrument mit vielen Informationen. Die Platzverhältnisse sind besser geworden, der Verbrauch, naja, da ändert sich einfach nichts. Dreizylinder-Benziner ist schlicht und ergreifend nichts Sparsames. Die Handschaltung ist BMW besser geworden. Der Dreizylinder schön gedämmt, die Fahrgeräusche reduziert. Naja, was will man eigentlich mehr? Insgesamt ist er tatsächlich besser geworden, schlicht und ergreifend. Jetzt ist aber die Frage, was denkt ihr denn zum neuen BMW 1er? Ist es wirklich ein riesiges Drama, dass wir jetzt die Vorderräder antreiben und nicht mehr die Hinterräder? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt lasst uns einfach diskutieren über den Wagen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst bitte nicht das Like, das Abo für den Kanal und die Abo-Glocke, damit wir uns möglichst schnell auch wiedersehen. Und bis dahin sage ich Tschüss und Servus, euer Ubi.